Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe der Retro News März 2021. Wir haben für euch Retro-Fans wieder einige interessante Themen zusammengestellt. Alle Links zu den besprochenen Themen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin Dennis und wir starten jetzt mit den News. Was als April-Scherz geboren wurde, ist nun ein real vorbestellbares Produkt. Die US-Firma Hyperkin, welche vor allem für ihre Geräte aus der Retron-Reihe bekannt ist, veröffentlicht nach längerer Funkstille das Retron SQ. Einige erinnern sich vielleicht daran, dass das Projekt vorher Retron Junior hieß und dass wir schon vor etwas über einem Jahr hier bei uns auf dem Kanal davon berichteten. Damals gab es noch mehr Fragen als Antworten und lediglich ein paar vom Messestand der CES 2019 abfotografierte Eindrücke eines Prototyps. Nun wissen wir, dass das Gerät Retron SQ heißt, dass das würfelhafte Design beibehalten wurde und dass das Gerät in den Farben Black Gold und Hyper Beach erscheint. Auch der Preis steht fest. Vorbestellbar ist das Gerät, welches Game Boy und Game Boy Color Module abspielen und auf 720p hochskalieren kann, für $75 auf der Website von Hyperkin. Laut dieser soll die Auslieferung für Ende März geplant sein. Welche Vertriebswege die Konsole in Europa finden wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht fest. Auch Game Boy Advance Spiele sollen wohl größtenteils kompatibel sein, diese Funktion sei aber laut Herstellerangaben noch im Beta-Status. Im Lieferumfang ist neben einem HDMI und einem USB-C-Kabel für die Stromversorgung auch ein farblich passender Controller enthalten, der von seiner Form stark an einen Super Nintendo-Controller erinnert. Welche Daseinsberechtigung das Retron SQ neben dem Retron 5 hat, das auch einen Gameboy-Slot besitzt, kann sicherlich kontrovers diskutiert werden. Dennoch, es ist irgendwie auch cool zu sehen, dass dieses Konzept am Ende eine Verwirklichung findet. Und Gameboy-Fans, die gibt es ja allemal genug da draußen. Es ist doch immer wieder bewundernswert, was die moderne internationale Homebrew-Szene so auf die Beine stellt. Erst in der letzten Ausgabe der Retro News haben wir davon berichtet, dass ein Legend of Zelda-Spiel für den Amstrad CPC entwickelt wird. Auch dem altehrwürdigen originalen MSX-Klassiker und Kojima-Debüt Metal Gear wird so eine Hingabe nun zuteil. Denn wie indieretronews.com berichtet, arbeitet der User Hoffman seit November letzten Jahres an einer Umsetzung des Spiels für den Amiga 500. Laut Hoffmans eigener Ankündigung im englischen Amiga-Board-Forum soll die Amiga-Version von Metal Gear eine durchgehend stabile Framerate halten, europäische Übersetzungen mitbringen, die durch etliche Verbesserungen dem japanischen Original noch wesentlich näher kommen sollen und den kompletten originalen Soundtrack sowie die Soundeffekte emuliert auf der Amiga-Hardware bieten. Der Gamecode sei laut Aussage des Entwicklers bereits zu 90% fertiggestellt. PCE Works, bekannt für diverse Neuveröffentlichungen CD-basierter PC Engine Retro-Spielklassiker, haben Ende letzten Jahres eine neue Konsole angekündigt. Die Mega Engine soll in der Lage sein, PC Engine CD, Super CD und Arcade CD sowie Sega CD-Spiele abzuspielen und soll eine kostengünstige Alternative zu teurer Original-Hardware darstellen. Zudem soll es möglich sein, die Konsole an modernen TVs per HDMI und mit einer Vielzahl unterschiedlicher Controller per USB, 2,4 GHz oder Bluetooth zu betreiben. Die Spiele werden direkt von Disk geladen und müssen nicht erst installiert werden. Und abgesehen von typischen Geräuschen eines CD-ROM-Laufwerks soll die Konsole komplett leise sein, da sie ohne Lüfter betrieben wird. Per USB soll es zudem möglich sein, ROMs auf die Konsole zu laden. Lauffähige Prototypen gibt es bereits, die erste und eventuell einzige Welle an Geräten soll schon Ende Februar oder im März versendet werden. Einen Preis bzw. eine Vorbestellmöglichkeit gibt es aktuell zwar noch nicht, wenn ihr Interesse an einem Gerät habt, könnt ihr euch aber auf der Website von PCE Works in eine Mailinglist eintragen. Freunde des Nintendo Entertainment Systems konnten sich in den letzten Jahren wahrlich nicht über einen Mangel an guter Lektüre über ihr Lieblingssystem beschweren. Und nun kommt mit dem NES Goya Universal ein offenbar recht ambitioniertes Werk hinzu. Das Buch soll Informationen zu allen weltweit erschienenen NES-Spielen enthalten, wird aber Stand jetzt zunächst nur in spanischer Sprache erscheinen. Das Besondere, das Buch soll nicht nur die Spiele selbst listen, sondern auch sämtliche Covervarianten und Editionen der Veröffentlichungen abbilden. Laut Beschreibung des Autors Miguel Munoz enthält das Buch ebenfalls alle asiatischen Veröffentlichungen sowie sogar die brasilianischen Veröffentlichungen von Playtronic. Im Laufe der nächsten Monate soll eine Crowdfunding-Kampagne gestartet werden, die Druck und Vertrieb des über 500 Seiten starken Wälzers ermöglichen soll. Auf der entsprechenden Website könnt ihr euch registrieren, um über das Projekt auf dem Laufenden gehalten zu werden.
Gameboy-Spiele auf dem Computer verwalten und spielen. Mit diesen Kernfeatures bewirbt die Firma Epilog ihr neues Produkt, den GB Operator, der Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance Module unterstützt. Mit dem GB Operator könnt ihr eure physischen Module über den Software-Emulator MGBA auf dem PC spielen. Der Clou? Speicherstände werden automatisch auf dem Modul aktualisiert, sodass ihr auf eurem Original-Handheld da weitermachen könnt, wo ihr am PC aufgehört habt. Außerdem könnt ihr mit dem Gerät eure Speicherstände auslesen und überschreiben und könnt über den PC spezielle abgelaufene Events erneut auslösen. Sogar Fotos der Gameboy-Kamera können ausgelesen werden. Der GB Operator ist außerdem in der Lage, die meisten Bootlegs zu erkennen und, interessant für Homebrew-Entwickler, Lehrmodule zu beschreiben zum Testen der Spiele auf Original-Hardware. Der GB Operator war für ca. $50 über die Website von Epilog zu bestellen. Aktuell ist das Gerät leider ausverkauft und es gibt keinen Hinweis auf eine weitere Welle, aber auch dort könnt ihr euch auf eine Mailinglist setzen lassen, um das Projekt weiter zu verfolgen. Sammeln und Zocken von originalen Neo Geo Spielen ist im Allgemeinen als überaus kostspieliges Hobby bekannt. Die Module des sogenannten Multi-Video Systems, kurz MVS, jedoch erfreuen sich bei Neo Geo Fans seit längerem wachsender Beliebtheit. Bieten sie doch den gleichen phänomenalen Spielspaß wie die luxuriösen AES Heimkonsolenversionen für einen Bruchteil des Anschaffungspreises. Da nicht jeder einen Arcade-Automaten zu Hause hat, um die MVS-Module zu spielen, hieß die Lösung in den letzten Jahren meist Hardware-Modding. Jetzt springt die Firma Orthos auf den Zug auf. Eine Indiegogo-Kampagne wurde gestartet, um ihr Produkt, ein rundum fertiges MVS-Konsolensystem, für einen überschaubaren Preis auf dem Markt zu etablieren. Das Neo Geo CMV1B besteht dabei im Grunde aus einem originalen MVS-Automaten-Modulslot, einem passenden Gehäuse und sämtlichen nötigen Anschlüssen. Zur Verfügung stehen ein Stereo-Audio-Output sowie RGB-SCART. Ein Unibios-Chip kann verbaut werden. Kosten soll das Ganze in der Crowdfunding-Phase rund 185 Euro für Early Birds. Als ein mögliches Stretch-Goal steht ein passender Arcade-Stick in den Startlöchern. Die Aktion läuft noch bis Mitte März. Laut eigenen Angaben soll bei Erreichen des Ziels schon im Sommer 2021 die Auslieferung beginnen. Man darf gespannt, aber auch etwas skeptisch sein, ob dieses ja doch eher nischige Projekt am Ende zum gewünschten Erfolg führt. Neuigkeiten für Gameboy-Fans, für all jene, die von Nintendos erstem Handheld und der Farbe Grün in all ihren Schattierungen einfach nicht genug bekommen können. Auf Kickstarter läuft derzeit eine Kampagne des spanischen Homebrew-Entwicklers Dreamboy Games. The Shapeshifter ist bereits das sechste Spiel des Ein-Mann-Development-Teams. Es ist ein Action-RPG mit gelungener Grafik und geilem Sound. Die Finanzierung des Projekts ist bereits sicher und auch ein besonderes Stretch-Goal, das bereits erreicht wurde, soll hier Erwähnung finden. Die Portierung fürs Nintendo Entertainment System. Die NES-Version hat allerdings einen kleinen Haken. Diese gibt es nämlich nicht als auswählbare Option in diesem Projekt. Für jene Version folgt dann um den Sommer herum eine neue Kickstarter-Kampagne. Das Gameboy-Spiel kann man sich noch bis zum 17. März sichern. Und ein Stretch-Goal steht noch aus, und zwar zwei zusätzliche Welten, die den Umfang des Spiels noch um einiges erweitern. Ein paar tausend Euro fehlen dazu momentan aber noch. Mehr Infos sowie die Möglichkeit, das Projekt zu backen, gibt's in der offiziellen Kickstarter-Kampagne. Eine ganze Zeit schon in Entwicklung gab es nun neue Trailer zum 16-Bit-Style-Plattformer Beard Blade. In diesem farbenfrohen, an diverse Klassiker erinnernden Action-Plattformer ist der Bart das zentrale Element der Spielmechanik. Ja, richtig, der Bart. Den üppigen Gesichtsbewuchs der Figur könnt ihr nämlich im Laufe des Abenteuers upgraden und mit diversen Spezialfähigkeiten ausstatten. So dient der Bart als Greifhaken, Waffenarsenal und Gleitschirm. Klingt völlig bescheuert, sieht aber in den neuen Trailern überaus witzig aus. Leider ist Beard Blade zunächst noch nur für Steam angekündigt und hat außer Frühling 2021 auch noch keinen konkreten Release-Termin. Aber wer weiß, vielleicht findet das bärtige Abenteuer ja auch seinen Weg auf die Konsolen. Gute Neuigkeiten für alle NES-Homebrew-Enthusiasten. Elden Pixels hat für dieses Jahr ein Release von Alva's Awakening für das Nintendo NES angekündigt. Obwohl das Spiel ursprünglich als NES-Game geplant war, schwenkte der schwedische Developer schon früh in der Entwicklung auf moderne Konsolen um. Lediglich der coole Chiptune-Retro-Soundtrack wurde bisher auf CD, Vinyl und auch auf NES-Cartridge veröffentlicht.
Der wunderbare 8-Bit-Look dieses tollen Spiels faszinierte die Fans und es gab sogar fanseitige Bemühungen um eine Portierung des Spiels auf alte Hardware. Daraus wurde dann aber leider nichts. Doch Elden Pixels selbst schritt nun zur Tat und engagierte mit Brad Smith einen erfahrenen Programmierer, der 2018 mit Lizard bereits sein eigenes Spiel auf dem NES veröffentlichte. Die ersten Screenshots sind ein wahrer Augenschmaus und dürfte den NES-Gamern in diesem Jahr noch einige schöne Stunden bereiten. To the Moon bekommt endlich ein physisches Konsolen-Release. Das vielgelobte Adventure-Rollenspiel von Freebird Games wird 10 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Limited Run Games physisch für die Nintendo Switch veröffentlicht. Somit kommen Konsolenspieler erstmalig in den Genuss dieser fantastischen Geschichte um Dr. Rosaline und Dr. Watts, die den Lebenswunsch von im Sterben liegenden Johnny Wiles erfüllen wollen: einmal zum Mond zu reisen. Neben der Switch-Standardversion gibt es bei Limited Run Games eine schöne Deluxe-Edition mit Soundtrack, Poster und anderen Goodies. Die Open Pre-Order für beide Editionen läuft noch bis zum 14. März direkt auf limitedrungames.com. Blasphemous meets Bloodstained. Zwei der großartigsten modernen Retro-Style-Indie-Games der letzten Jahre formen mit Blasphemous Strife and Ruin ein Crossover der besonderen Art. Entwickler Game Kitchen präsentiert uns somit ein Gratis-Update für ihr finsteres und erbarmungsloses Pixel-Souls-like Blasphemous inklusive Boss-Rush-Modus. Erhältlich ist Strife and Ruin seit dem 18. Februar für PC, Xbox One, PS4 und Switch. Mit Undercover Cops erscheint ein bisher Japan-exklusives Side-Scrolling-Beat'em-Up erstmalig nun im Westen. Mehrere Retailer haben physische Cartridge-Versionen des ursprünglich für Super Famicom und Arcade-Automaten erschienenen Action-Prüglers ins Programm genommen. Entwickelt und veröffentlicht wurde das Game 1992 von Irem. In Undercover Cops schlüpft der Spieler in die Rolle der City Sweepers und prügelt im Namen des Gesetzes diverse Schurken und Fieslinge aus den Straßen des dystopischen New Yorks im Jahr 2043. Neben der farbenfrohen US-Super Nintendo-Version, die es bei Limited Run Games sowohl in einer Standard- als auch in einer Special Edition gibt, bekommt man auch eine Version im PAL- bzw. Super Famicom-Design, zum Beispiel bei uns in Deutschland im Strictly Limited Partner Store. Blizzard springt zu seinem 30-jährigen Jubiläum auf den immerfort rasenden Nostalgie-Hype-Train auf. Wir dürfen uns auf zwei Releases freuen, die auf der BlizzCon am 19.02. vorgestellt wurden. Zum einen wurde eine Arcade Collection vorgestellt, die auch bereits verfügbar ist. Diese beinhaltet die drei Spieleklassiker Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing und Blackthorn. Wie inzwischen ja schon fast üblich, soll das Paket mit diversen Bildschirmfiltern, einer Rückspulfunktion und Speichermöglichkeiten ausgestattet sein. Zusätzlich sind ein Watch Mode, In-Game Maps sowie Splitscreen-Optionen und ein 16:9 Support für Rock'n'Roll Racing an Bord. Die Blizzard Arcade Collection gibt es für die Switch, PS4, PS5, Xbox und PC. Aber Blizzard hat auch einen weiteren heiß erwarteten Kracher enthüllt und 20 Jahre nach seinem ursprünglichen Release endlich offiziell das Remaster vom genredefinierenden Rollenspielklassiker Diablo 2 vorgestellt. Gerüchte und Vorahnungen gab es da ja nun schon länger. Jetzt hat man auch das erste Mal Gameplay-Szenen sehen können. Man bleibt mit Diablo 2 Resurrected dem Original wohl ziemlich treu. Fans des Originals sollten hier, wie es aussieht, voll auf ihre Kosten kommen. Diablo 2 Resurrected soll noch dieses Jahr für alle Systeme erscheinen. Damit sind wir am Ende der März-Ausgabe unserer Retro News angekommen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt uns das gerne mit einem Like und einem Abo und schaut euch doch mal auf unserem Kanal um. Abgesehen von der Retro News, immer am letzten Tag im Monat gibt es bei uns regelmäßig alle 2 Wochen ein produziertes Video sowie unregelmäßig diverse Livestreams, in denen wir unter anderem auch mal das eine oder andere neue Spiel für Retro-Konsolen vorstellen oder alte Spiele auf unterschiedlichen Konsolen und Handhelds live durchspielen. Und nicht vergessen, die Links zu allen vorgestellten Themen findet ihr natürlich wie üblich alle in der Videobeschreibung. Ich bin Dennis und wünsche euch alles Gute. Bis bald.